Weiter geht es. Im Januar 1924 bei Sid Meier's Railroad Tycoon. Wir sehen hier in Essen, wir haben jetzt hier drei Kohleminen. Wenn da eine vierte ist, dann lohnt es sich theoretisch mal mit der Kohle anzufangen. Müssen wir den Bahnhof nur. Vielleicht kann man den auch erweitern. Das wäre natürlich super. Aber wir müssen erstmal Richtung hier hoch. Wollen wir jetzt ja Richtung Osnabrück. Die Stadt ist auch schon gut gewachsen. Frage ist, geht hier über die Ems drüber? Müsste eigentlich. Wir schauen mal. So, jetzt klappt das hier auch. Also müssen hier hoch, hat man gesagt, hier möchte ich rüber. Also jetzt geht es hier schon wieder Kurve rauf. Kein Geld mehr. Der Zug dreht sich einmal. Das sieht doch gut aus. So, schnell ins Spiel. Das wäre besser, wenn wir hier auch schnell sind. Okay. Wenn wir auf diese Ansicht gehen, dann fährt er etwas schneller. Zoomen wir wieder rein. 12.000. Dann können wir wieder ein Feld bauen. Etwas mühselig. Ist jetzt, das läuft jetzt gut. 48.000. Konjunktur in Sicht. Okay. So, wir werden mal ganz kurz eine Sache machen. Das Spiel einmal speichern, damit ich im Zweifelsfall hier zurückgehen kann. So, achten Sie, jetzt kommt eh das Geld rein. Also wir wollen hier hoch. Ja. Das Problem ist, wenn ich da in diesen Zustand speichern gehe bei diesem Emulator, dann hat er immer Schluck auf. Da wollen wir mal jetzt gucken, wie er das hier macht. Also, das sind auch mal hier die Linien. Der ist ja echt groß hier. Da keine Konkurrenz. Wir zoomen hier mal rein. Hier mal rein. Hier mal rein. Da wollen wir nicht hin nach Amsterdam. Müssen wir auch noch die Verbindung bauen. So, also kann ich jetzt hier bauen. Ja, alles klar. Manchmal hat er da Schluck auf. So, jetzt was bauen wir? Eine Holzbrücke, die geht gerne mal kaputt. Der Stahlträger kostet Schweine viel Geld. Brauchen wir aber. So, denn hier, wenn wir gesehen, unsere und können hier schnell laufen lassen. Unsere Freunde aus Frankfurt, die haben hier runter nach Stuttgart. Wo geht denn dann dahin? Ah, nächster Betriebsgewinn 116.000. Das läuft jetzt gut. Aktie fällt, aber Profit 70.000. Ja, okay, weil wir gebaut haben. Ach, nach Straßburg. Okay. Hier ist dann Zürich, Dijon, Bern. Da wird natürlich nie was passieren. Lyon wäre noch ganz interessant. Bordeaux hat auch einen Hafen. Naja, okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten hier. Wir schalten hier wieder auf diese Sicht. Und müssen jetzt leider eine kleine Runde warten, bis das Geld wieder da ist, damit wir die letzten zwei Felder machen. Passagiere von Brüssel nach Antwerpen. Na gut, das machen wir quasi automatisch. Da will ich jetzt auch nicht eingreifen. Die nehmen wir jetzt ja gleich in Brüssel auf und fahren wir sofort wieder zurück. Der Bonus wird eh schnell dahin schmelzen. So, jetzt sehen wir, jetzt haben wir ihn. Ach, ging sogar so schnell weg. Schade, das ist natürlich... Schade. So, Limon mit Bordeaux haben wir gerade uns angeguckt gehabt. Hm.
Also. Ausgaben, Betriebsgewinn 167.000. Ja, okay. Aktie geht leicht rauf. Gut. Da sind wir nicht mal lange, bis wir da in Osnabrück bauen können. Einmal noch wieder zurückfahren. Dann sollte das eigentlich funktionieren, glaube ich. Jetzt haben wir es gleich. Wir positionieren uns hier schon mal. Wenn er dann gleich in Utrecht ankommt. Dann, ja, ein Feld reicht, dann können wir von da aus dann losgehen. Ah, Mist. Reicht so gerade nicht. Zwei Felder reicht aus, ja. Dann müssen wir warten, bis er angekommen ist. Wir schalten auf diese Übersicht, dann geht es etwas schneller. Ah, stopp. Geschwindigkeit einfrieren. So. Osnabrück erhält einen Bahnhof. Damit fahren wir nicht mehr nach Essen, sondern bis nach Osnabrück. Prima. Jetzt müssen wir dann wirklich gucken. Moment, wir kommen hier in die Mitte unseres Imperiums. Und auf ein bisschen weiter rüber kommen, dass wir vielleicht auch alles sehen. Sieht den Cursor nicht, so, jetzt haben wir das Hinterteil im Blick. Ja, okay, das geht leider nicht. Schnell. So, Osnabrück baut sich auf, sehr gut. Unser Zug ist gerade nach Brüssel unterwegs, Aufschwung auf, prima. So, Stahl von Brüssel nach Antwerpen, das werden wir nicht machen. Wieso ist denn jetzt hier Antwerpen leer? Das ist schade. Die Fiskalperiode ist beendet. Ja, das, ach, die drei interessieren uns nicht. Profit gemacht, Aktie geht rauf. Prima, der hat echt ein großes Netz. Was ein bisschen schade ist, ist, dass man hier dann die Züge nicht sieht. Das wäre noch ein nettes Gimmick, aber das war ja, wie gesagt, dann schränkt dann doch die Kapazität der damaligen Rechner ein. Das darf man ja nicht vergessen. So, da ist nicht so viel angekommen in Utrecht aus Antwerpen. Deswegen warten wir jetzt mal hier. Und dann glaube ich immer, brauchen wir, glaube ich, als nächstes einen zweiten Zug. Das ist, glaube ich, der nächste Schritt. Aber dazu müssen wir erst den Bahnhof hier in Osnabrück ausbauen. Sind wir nicht hier oben? Ist jetzt schon das erste. Die erste Stadt. Das Stadt wird was nicht in unserem Bahnhof tun, das, weil sich die Stadt nach Norden ausbreitet. So, über den Stahl, über die Stahlbrücke. Ich weiß gar nicht, ob die anderen KI-Gegner dann auch Probleme haben. So, 50.000, der erste Zug kommt an. Und zur Feier des Tages gibt es ein Restaurant in Osnabrück. Und ein Postamt. Das setzen wir oben drauf. Gut, jetzt ist die Frage, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Wir könnten hier hoch
Von sehr weit auseinander. Müsste wahrscheinlich hier hin auf dieses Feld, damit man die beiden Stadtfelder hier mitnimmt. Ansonsten. Ernsthaft? Ich glaube, die wird aber selber repariert, oder? Geht die immer kaputt? Weiß ich gar nicht mehr. Das ist dann doch zu lange her. Ich hoffe, die reparieren sie jetzt. Und selber, ich glaube, hier kann ich jetzt nichts machen, oder? Nee. Brücke umbauen könnte ich höchstens. Ah, Brückenreparatur, alles klar. Ist ja gut, dass der Zug gerade weg ist. So, Wein von Essen nach Antwerpen. Wieso trinken die eigentlich alle nur Wein? Ich glaube, auch Bier gibt es, glaube ich, nur in England auf der Karte. Ja, das werden wir nicht machen. Der Zug ist gerade weggefahren. Also, wir können jetzt Amsterdam noch anschließen. Auch das ist mittlerweile eine schöne, große Stadt. Müsste ja von hier ganz gut gehen. Dann brauchen wir einen zweiten Zug und dann brauchen wir eigentlich auch irgendwann mal was Doppelgleisiges. Ist hier oben sonst noch eine Stadt? Nee, hier nicht mehr. Hier ist nichts. Bremen entwickelt sich hier so ein bisschen. Achso, das ist Bremen, okay. Also, das sieht gut aus. Mit der Post verdienen wir viel Geld. Ja, Zug 1 wurde nicht instand gesetzt. Da müssen wir darauf achten, dass wir da nochmal was bauen. 111.000. Na, der zieht echt weg hier, der Kollege. Brücke ist repariert. Prima. So, der Zug kommt jetzt gleich in Antwerpen an, wird dann dort gewartet. So, da sind jetzt zwei Kohleminen. In Essen sind es erst drei. Also man braucht hier eigentlich vier, damit das gut funktioniert. Aber wir können jetzt hier nochmal nach Osnabrück gleich gehen. Wenn der Zug in Brüssel ankommt, gibt es das Hotel. Also da war okay, gesehen. So, das können wir jetzt schnell bauen. Hotel. Sehr gut. Dass das mit dem Hin- und Hergefahren nichts bringt. Also was man jetzt noch machen kann, ist wirklich ein Nahverkehrszug, ein Schnellzug, der dann also Osnabrück zum Beispiel direkt mit Brüssel verbindet. Das ist mit Brüssel aber doch etwas zu klein, bin ich ganz ehrlich. Das ist hier, Lille ist auch echt ein Dorf. Verbindung nach London. Ich will aber erstmal hier hoch nach Bremen, damit wir die Option haben. Hamburg, Kiel. Kiel hat keinen Hafen. Und die Möglichkeit hier nach Rostock und vor allem Berlin wäre interessant. Saint-Étienne, der bleibt unten. Das ist gut. Magdeburg. Hier Hannover ist nicht existent. Leipzig. Amsterdam wäre halt einfach, ne? Bräuchten dann nur einen Plan. Also Amsterdam setzen wir uns hier hin. Beziehungsweise vielleicht sogar hier hin. War das jetzt so wenig? So war das wieder aus Antwerpen. Die Stadt ist noch zu klein, ich schaffe das nicht. Wir können uns auch hier hinsetzen. 2. Hier wäre nicht so gut. Hierhin müssten uns aber einsetzen können. Quasi auf die Küste. Das wäre sogar gar nicht so schlecht. Können mich von hier aus nur gucken, wie wir da jetzt wegkommen. Müssen wir hier so schräg gehen. Ne? Hier schräg hoch und dann hier hoch. Genau. Dann schließen wir Amsterdam noch an. So, Zug auf dem Weg nach Osnabrück. Wir wollen Osnabrück wahrscheinlich noch einen Lokschuppen, was die Wartung angeht. So, wir sind im Juli 1933. Also das, was das Spiel nicht simuliert, ist halt die weltpolitische Lage. So, also wir gehen hier hoch.
Was sagt denn jetzt eigentlich hier der ganze? Also wir haben alle zwei. Antwerpen hat das. Also 1, 2, Brüsseler 2, 2, Essen 2, 2. Padam, padam, padam. Betriebsgewinn 147. Entscheidend sind die 170.000. Da sind die 170. Sehr gut. Okay. Wir zoomen hier oben wieder rein. Halt, stopp, das ist nicht gewollt. Gehen. Da bitte hin. Da sehe ich die Bedienung. Mit der Tastatur eigentlich ganz elegant. Das klappt echt gut. Oh, das war ja in den 90er Jahren jetzt eher der Standard, weiß ich gar nicht, aber da war noch viel rudimentäre Bedienung mit den Computern. So, wir kommen jetzt gleich in Utrecht an. Da ist Utrecht gerade gewachsen. Hier ist gerade Stadt entstanden. An den Börsen im Juli 34. So, wir können jetzt hier durch die Südamsterdamer Hügel. So, dann noch ein Feld und dann kommt der Bahnhof in Amsterdam. Saint-Étienne mit Lyon. Das war ja eine größere Stadt, glaube ich. Gucken wir mal eben. Ja. Der breitet sich, aber der ist nicht unsere Konkurrenz. Stopp, stopp. Schnell. Außen machen. Mal gucken. Also er ist jetzt hier unterwegs. Die Eisenbahnlinie ist quasi tot. Wir könnten hier nochmal gucken, ob man irgendwann hier nochmal hingeht. Wer ist das denn? Das ist Metz. An der Mosel lang, das wäre natürlich ganz schick. Aber dazu bräuchten wir Köln. Köln haben wir nicht, da möchte ich auch keinen Wirtschaftskrieg anfangen. Das ist zu mühselig. So, jetzt haben wir schon minus 8. Wir können das Spiel dann wieder schnell laufen lassen. Dann fährt der Zug jetzt noch schnell nach Brüssel und dann können wir hier neuer Bahnhof. Das ist der richtige Platz. Bahnhof bauen. Mist. Mist. Das heißt, ich muss ihn hier bauen oder ich muss hier rüber. Aber hier rüber. So, jetzt kann ich doch hier diese Gleise abreißen. Mit das Orange. So, das klingt ja wild. Leise verlegen. So, okay, dann. Bahnhof bauen. Jawohl. So, und jetzt brauchen wir eigentlich halt, was war das? Weinort von Osnabrück nach Utrecht. Das kann man ja machen. Also Wein, Osnabrück nach Utrecht. Das sind ja nur zwei Stationen. So, der ist gerade auf dem Weg. Der ist jetzt hier gerade abgefahren. Okay. Wir müssten hier dann noch runterziehen, damit wir hier das Gleisdreieck bekommen. So, und dann bauen wir quasi zwei Linien. Amsterdam, Utrecht, Essen, Osnabrück und hier unten dann die Benelux-Strecke Brüssel, Antwerpen, Utrecht. Das wäre eine Möglichkeit. Dann bräuchte nämlich auch nur hier, wir könnten hier ein Signal hinsetzen. Das können wir hier oben hinsetzen, dann haben wir nämlich hier dieses Gleisdreieck. Okay, also wir haben 110.000 Pfund verdient, alles gut. Aktie steigt. Das ist doch prima.
So, wir schauen mal, wo wir jetzt gleich stehen. 42.000 plus gemacht. Ja, das. Ah, das läuft doch. Das läuft doch ganz gut. Guck jetzt mal. Also, Moment. Ich will jetzt kurz hier gucken. Also, könnten natürlich jetzt sagen, wir hängen den Fahr mal hier hin. Ost. Ost. Passagier. Nein. Okay. Oh Gott. Das können wir vielleicht mal einmal mitnehmen hier. Und jetzt fährst du direkt nach Utrecht, abliefern Wein. Da machst du dann Post, Post, Passagier. Was er hier hat. Oh, viele Züge hier. Ja, das ist das nächste. Also sobald der das Geld da ist, investieren wir in Züge, denn wir kommen ja gar nicht hinterher mit der. Oh, sehe ich das ja eigentlich nicht. Nee, das. Ach, das sieht man hier nicht. Deswegen. Okay. Also Utrecht hat ist hier wahnsinnig viel. Ist das Problem, ne? Ja, na, da ist auch die Stadt nicht im Einzugsgebiet. Die E18-1D1. Das ist jetzt eine Elektrolok, die ist noch mal schneller, kostet 80.000. Okay. Ah, Mist, jetzt hat er hier. Weil er da gehalten hat. Ich dachte, der fährt dann durch. Na gut, dann hat es das mit dem Bonus erledigt. Ist aber auch nicht so schlimm, außer dass jetzt in Essen der Wein liegt. Ja. Wir schauen mal, wie wir das jetzt gleich machen, dass wir dann hier vielleicht nochmal jetzt in die Züge investieren. Und die Lokomotiven, denn das ist jetzt so das, der nächste Schritt. So, stopp. Also. Und zwar die Class E18-1D1. Die wird in Antwerpen, kleinste Stadt, ja, schon. So direkt alles elektrifiziert. Man hätte auch viel früher wahrscheinlich hier schon. Osnabrück. Genau. So, du nimmst da auch Post. Post. Und dann zweimal Passagier. Das machen wir auch hier. Du fährst nicht mehr bis nach Osnabrück, sondern nur noch bis Utrecht. So, dann. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt erreicht haben. 150.000 Euro plus. Sehr gut.
Aktie geht weiter rauf. Alles gut. Wir müssen jetzt hier, wie gesagt, noch ein Signal gleich ergänzen, sobald wir das Geld haben. Achso, der Pferd ist so doof. Hier, du bist. Ja. Erster Zug kommt in Amsterdam an. Der muss jetzt aber warten, weil es sonst zum Crash kommt. Wobei, wir müssen gucken, also hier, kommt hier runter, muss hier das Signal hin, da. Das kostet, glaube ich, 25.000, genau, zuerst. So, der hat es auch nicht voll beladen, bis er dann noch nicht groß genug ist. Okay. Das ist die Frage, aber gut, das sollte schon. Wir können den jetzt aber hier gleich losschicken. Moment, Moment, Moment. Lass mal langsam. Wir können den hier doch. Kann den irgendwie losschicken. Weiterfahren. Normal. So, okay. Denn dann können wir schon mal eingreifen von Hand. Die stoßen jetzt ja nicht zusammen. Und dann gibt es mich gleich da oben das Signal. Das ist doch gut. Schauen wir mal, wie gut das klappt. So, erster Zug kommt an. Hast du nur 8000? Die Strecke ist zu kurz. Aber jetzt mit voller elektrischer Power nach Essen. Ich weiß gar nicht, was das bringt, wenn wir hier nochmal das doppelgleisig machen. Auch eine Möglichkeit. So, guck mal, dass die jetzt gleich beide ankommen, müsste ja ordentlich Geld da sein. Bahnhof bauen. Wunderbar. Da haben wir Gold gefunden. Auch sehr schön. Utrecht, das Umland von Utrecht wächst. So, wo bist du? Du fährst gerade. Du fährst doch nach Utrecht. So, jetzt kommt schon mehr Geld rein. Dringliche Beförderung abgebrochen. Das ist in Ordnung. Neuer Bahnhof. So, zack, dann haben wir hier Ruhe. Gut, jetzt können wir weiter planen. Gucken wir mal, was lagert alles in Essen. 7 und 2. Wir können deutlich mehr Post transportieren. Das wird hier bei dem Zug jetzt anders werden. Wir müssten hier schräg hoch nach Bremen. 160.000 Gewinn gemacht. Ah, wir brauchen eine Standhaltung. Das machen wir mal in Utrecht. Da brauchen wir so eine Reparaturwerkstatt. Bahnhof erweitern. Eine Lokwerkstatt, ne, Reparaturwerkstatt.
Okay, damit können wir die nämlich dann reparieren. Und wir sind im März 1940, und im Zweiten Weltkrieg, das kennt das Spiel, wie gesagt, nicht. Ja, aber das läuft doch eigentlich gar nicht so schlecht für uns. Also hier mal einiges an Spielfehlern drin. Das ist so tatsächlich zu lange her. Wir können hier noch mal mehr. Hier, wir fliegen jetzt hier 7 und ja. Brüssel hat. Ja. Also bevor wir jetzt hier weiter hochgehen, machen wir hier die Hauptstrecke doppelspurig und werden die großen Städte miteinander verbinden. Lass uns kurz gucken, wie das war. Genau. Shift D ist doppelgleisig. Ah, das Doppelgleisige kann ich sogar machen, ohne dass er aufs Geld achtet. Okay. Ah ja, das war mir auch nicht klar. So viel 2A1. Das ist wieder so eine Güterlok. Aber wir müssen die Lok ja noch ersetzen hier. Wenn nicht die anderen. So quasi die großen Städte nochmal verbinden. Ich glaube, das ist ja das nächste. Wir machen etwas schneller jetzt hier. Wir lassen die eine Lok noch weiterlaufen. Ich habe mir so ein kleines bisschen das Sorgenkind. So, Moment. Die Geschwindigkeit einfrieren. Also ich möchte noch eine neue Lok kaufen, ein neuer Zug. Die hier, genau. Die kommt wieder aus dem Lok, der Lokwerkstatt. So, und du fährst jetzt nur an Brüssel. Und Antwerpen nicht Brüssel. So, dann 6-1. So, du machst das hier. Ost. Ein Passagierwaggon und Zugtyp Platzkarte. Das ist wirklich nur diese Strecke ab. So, und dann müssen wir jetzt hier noch dafür sorgen, dass wir das doppelspurig machen. Oder doppelgleisig. Jetzt ja gerade gelernt, der Teil geht ohne. Das wird jetzt quasi unser Schnellzug. So, der fährt nach Osnabrück los. Da können mich jetzt beide Züge fahren, das ist prima. Jetzt die Frage, was wir hier noch machen. Müssen wir gucken, wie die sich jetzt gleich treffen. Utrecht und Essen. 80.000. Neuen Einnahmenrekord. Die Aktie schneller, aber der macht echt. Boah. Ja, der hat uns echt
komplett in die Tasche gesteckt. So, sind wir hier, glaube ich, aber... Das bauen wir jetzt. So, die Hauptstrecke ist doppelspurig. Jetzt müsst du auch fahren können. Genau, okay. Jetzt haben wir ordentlich Minus. Ist aber unproblematisch. Der Boom steht bevor, das ist gut. So, du fährst jetzt hier nicht los, weil hier nicht doppelgleisig ist, oder was? So, jetzt müsstest du wissen, dass diese nach Stuttgart mit München ist auch schon lange nichts mehr gebaut worden von der KI. Fahren, ne? Schnellzug, was hat der jetzt hier? 5? Naja, wir machen jetzt gerade ordentlich Minus. Upsala. So. Weil natürlich diese kleinen Verbindungen nicht wirklich viel Geld bringen. Einnahmen gehen zurück. So, der Platzkartenzug kommt an. Ja, okay. Ja, wir steigern unsere Einnahmen jetzt doch deutlich. Das ist noch gar nicht so schlecht. Ich glaube, es läuft im Moment wirklich ganz ordentlich, muss ich sagen. Ich denke, da können wir dann gleich mal den nächsten Schritt wagen.